Freunde der mittelmäßigen Unterhaltung, ich grüße euch zu diesem ersten Teil von Ayun Chronicle 100 Heroes. Wenn ihr selber mal live dabei sein wollt, dann schaut gerne auf meinem Twitch-Kanal vorbei. Link dazu in der Videobeschreibung. Und jetzt nicht lang schnacken, los geht's mit der ersten Folge. Viel Spaß dabei. Sag an dem Punkt auch einfach schon mal, weil es wahrscheinlich auf YouTube auch rausgehen wird. Hallo YouTube, Ayun Chronicle, das Intro. Ziehen wir uns jetzt rein, dann geht der Spaß hier richtig los. Ich hab Bock drauf. Mein Name ist Mr. Perfect. Let's effen go. Ich habe das Intro jetzt schon ein paar Mal gesehen. Es ist schon ein paar Mal durchgelaufen. Es hat gute Musik. Und was man sieht, sieht schön aus. Mehr muss man gar nicht sagen. Bin gespannt. Also ich bin der Meinung, das kann nur Spaß machen. Wenn es oldschool ist, ich bin oldschool, dann hat es mich gewonnen. Ich finde, die Charaktere sehen auch gut aus. Die haben was. Die haben was. Wie nah bei die am Ende sind, sei mal dahingestellt. Ob die dann so viel Charaktertiefgang bekommen. Bei über 100 Kämpfern. Schwierig, glaube ich. Aber ich lasse mich überraschen. Hab extra nicht so viel reingeschaut, was es da zu sehen gibt oder zu lesen gab im Vorfeld. Wie gesagt, ein weit umspannender Konflikt. 100 Helden. Über 100 Helden und keine Ahnung, komplett neues Abenteuer. Ich lasse mich einfach überraschen. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin aufgeregt schon den ganzen Tag wie ein kleines Kind. Ich krieg sogar was, weil ich Ayun Chronicle Rising gespielt habe. Es wurde eine Spieldatei gefunden. Möchtest du die Daten übertragen? Also nehme ich bestimmt mit. Verfügbare Zusatzinhalte. Neuen Nevae Glockenturm, Verzauberung, Rune des Windes. Übertragen. Von der neuesten Speicherdatei, neuen Nevae Delikatessen, Name der von CJ, Isha und Garou getragenen Waffen. Nur das nehmen wir doch. Ich habe es nicht durchgespielt, Rising. Ich habe es leider nicht geschafft. Im Spiel kannst du den Schwierigkeitsgrad nicht ändern. Spiel mit normalen Schwierigkeitsstarten. Ja, machen wir mal. Das kriege ich doch hoffentlich hin im normalen Schwierigkeitsgrad. Dialoge sind, glaube ich, auch vertont, soweit ich weiß. Und bin gespannt, was diese Welt zu bieten hat, was die Story zu bieten hat. Und was hier am Ende des Tages dann doch rauskommt. Flieg, kleines Vögelchen, flieg. Ui, Vögelchen wird angegriffen von großem Vogel. Von großem Raubvogel. Es wird großer Raubvogel abgeschossen. Damit kleiner Vogel in Ruhe leben kann. So, das ist hier Protagonist Nummer 1. Den haben wir ja gerade schon im Vorspann, Trailer, wie man auch immer das nennen möchte, gesehen. Die haben wir auch gesehen. You must be the new guy Ymir mentioned. Welcome to the watch. Ich glaube, ich kann die auch automatisieren. Die Dialoge, das werde ich dann mal demnächst einstellen, dass es automatisch abläuft. And why are you even here? Well. Nova, ich wollte die Welt erkunden. Ich will mein Können auf die Probe stellen.
Nehmen wir mal das. As for being here, I wanted to put myself to the test. Just like Mimi. Sorry, I mean Mio. She's been touring the world to perfect her swordcraft. Perfect her swordcraft. Schönes Englisch, da bin ich ja gespannt. I can't get her to cough up the details, but I've got her pegged as one of those seeking vengeance for some terrible thing in her past types. For the umpteenth time, wrong. Ich muss es auf jeden Fall automatisch machen. I'm Leon. If you've got questions, I'm pretty much an old hand around this place. Yep. I've been here like two whole days. I'm Gar. No one's been warming this post longer than me, which ain't really saying much. The Watch are basically mercs with public backing, and we get slapped with every kind of job. Some folks stay, some folks leave. Don't know if you're a stayer or a leaver, but we'll see what you can do in the meantime. Oh, Gar ist schon mal ein Verbündeter. Veteran der Waffe. I am Mio of the East Reach. Welcome. Also ein paar kleine Infos wären jetzt noch schön, ne? Ostschwertkämpferin Mio. And I'm Leon. Or Boss, if that's easier. Okay, Boss. Ungezügelte Meisterin. Na, ich bin gespannt. Did I hear right that we're teaming up with the Empire Gar? I can't believe we're gonna be working with a bunch of imps. I know the League and Empire ain't got much in the way of rosy history, but I guess this is some kind of goodwill gesture. All above my pay grade. But I know this much. When a politician shows you something with one hand, it's the other one you gotta keep an eye on. Still, a job's a job. They set up a command post on the hill there at the Elder's residence. You ready for your first assignment? Aber sowas von geh gleich rein in die Action. It's also your first assignment. Bewegen, sprechen, suchen. Um zu interagieren, zum Beispiel mit jemandem sprechen, ein Gebäude betreten oder einen Bereich absuchen, drücke X, wenn es eingeblendet wird. Drücke Dreieck, um das Hauptmenü zu öffnen. Dort kannst du Gegenstände und Magie einsetzen, Ausrüstungen ändern, deine Werte ansehen und auf andere Menüs zugreifen. Drücke Viereck, um das Kartenmenü zu öffnen und dir die Karte deiner aktuellen Umgebung oder die Weltkarte anzusehen. Die Karte wird ausgefüllt, wenn du neue Gebiete besuchst und erkundest. Über Geschichte findest du eine Zusammenfassung deines Abenteuers. Okay, um zu interagieren zwischen... Ja, okay, das hatten wir... Oh, ja, drei Stück. Huch. Dort oben ist der Palast des Großwächters. Große Tiere leben gerne in luftiger Höhe. Wie? Ah, da, wenn ich da unten jetzt noch Dialoge lesen muss. Giddisch. Hätte gerne ein paar gute Bohnen. So, erstmal natürlich kann ich da nicht hoch, schade. Also hier nichts mit Looten. Kein Loot. Aber es sieht sehr geschmeidig aus. Guck mal, Heilkraut, Peridotring. Rune der Windsverzauberung, Vorhut, Schutz. Das wird hoffentlich alles noch erklärt hier. Magie. Ey, man kann den sogar noch eine Ausrüstung. Eieiei. Es gibt eine Auto-Ausrüstung-Funktion. Die Gruppe. Vorhut, Schutz, Hilfe, Diener. Kampfplan.
Du kannst im Hauptmenü auf den Kampfplan zugreifen, um einzustellen, wie deine ganze Gruppe im Autokampfmodus agiert. Gut, nicht schlecht. Ich gucke jetzt trotzdem mal hier bei Einstellungen. Und dann machen wir mal Dialoge automatisch abspielen. Vielleicht doof, wenn ich mal ein bisschen quatsche nebenbei. Ah, ich lade doch mal aus. Falls ich doch mal ein bisschen Quasselwasser an. Schwierigkeit normal. Das kann man jetzt nicht so machen. Hyperinflation. Also man kann es sich noch ein bisschen schwieriger machen, wenn man Bock drauf hat. So, da ist die Karte. Okay. Da oben muss man dann hin. Aktuelles Ziel. Die Aussicht hier ist immer dieselbe, aber das stört mich überhaupt nicht. Spielen die Beyblade? Sie haben Spaß beim Spielen. Ich störe sie besser nicht. Boah, Beyblade. Kann man das auch als Minispiel machen? Die Gräfin von Grum wohnt in einem Ort namens Eltisweis im Süden. Das ist in Arenside. 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 Eins der Dörfer im Grum-Bezirk. Quick, 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 quick. In meiner Heimat, Euchrisse, gibt es viele Kanäle und ich bin oft angeln gegangen. Dieser Fluss erinnert mich an damals. Mhm. Aber man kann schon mal mit fast jedem hier irgendwie sprechen, der dir ein bisschen Info droppt. So, die hat man auch im Trailer gesehen, die gute Dame, die junge Frau. That's the last of the arrangements. Chester of Amity, my hide. Those prune-faced mules on the council just wanted to saddle me with the grunt work. I'm going to make them pay for it when we get home, mark my words. Periel. Will we be returning to Norrester straight away, milady? I thought perhaps we might rest a spell. A few more days of this balmy weather would not go amiss. Additionally, I've heard tell of a local herb chicken dish that simply melts on the tongue. We don't have time for that. Schön, wie soll ich denn das? Achso, jetzt kann ich es lesen. Aber das Englisch reicht noch. Well, so be it. If I have to put in double or triple the effort to make them respect me, then that's what I'll do. Now let's go. You're with the watch, yes? Good, good. As you may be aware, we need leverage to negotiate with the Empire. Mhm. Which means we must pull our weight on this little co-expedition. I don't expect you to find a primal lens, but if you locate the rune barrows, I'll see you're paid extra. Jingle jingle and all that, yes? Now get out there and show me some results. Dazzle me, handsome. Oh, die ist ganz schön tough, doch scheinbar. Sorry? Jinquis, we are leaving. Jinquis. Jinquis. Very good, milady. Oh, der war flott. Oh, and see if we can get that herbed chicken to go. Well, that was a thing. That was our new boss, Lady Periel. Periel. House Groom. Her land, her rules. She sure took a shine to old Noah here. Lucky you, making a good first impression. I did what now? Ha. So, kaufen? Muss ich schon was kaufen? Wahrscheinlich nicht, ne? Ich will looten. Wenn du einkaufen willst, ist unser Laden der beste. Wir haben das größte Angebot im Dorf. Naja, es ist zwar auch der einzige Laden im Dorf, aber trotzdem. Macht nichts, werde ich bestimmt drauf zurückkommen. Nächste Sequenz.
here. Remember, this is a co-expedition with the Empire, which means we'll be paired with Imperial officers. Best behavior, all of you. Especially you, Leanne. Sure thing. Bleibt sie einfach gleich draußen? Ach so, ich dachte, die bleibt gleich draußen. Damit sie sicherer ist. Ah, den kennt man doch auch hier. Die waren doch auch zu sehen. The League's operatives will be here soon, sir. I believe everything is in order. Hildi. Thank you, Hildi. So what do you make of this co-expedition? I welcome the exchange of olive branches, sir. A soldier's greatest wish is to not be working, after all. Just so. Let us hope the olive branches are genuine. So, hallo. Diese Mission ist gar nicht so gefährlich, aber macht euch auf Kämpfe gegen Monster vor dem Dorf gefasst. Bleibt einfach wachsam. Die Hügel, die wir untersuchen, stammen wahrscheinlich von einer uralten Zivilisation. Die Zivilisation hat die Runenlinsen hergestellt, aber ansonsten wissen wir gar nichts darüber. Wenn ihr Fragen zum Anwesen habt, fragt mich immer gerne. Hey, Mitglied des Expeditionsteams, ich freue mich, dass ihr gekommen seid. Fühlt euch ganz wie zu Hause und ich würde gerne eure Geschichte über die Hügel hören, wenn es in Ordnung ist. So, das ist sie. Ich muss die Route prüfen. Die Vorteile der Runenlinsen sind einfach nicht zu beschreiben. Sie sind überaus wichtig für die weitere Entwicklung des Reichs. Ach, der ganzen Welt. Die Mission ist überaus wichtig. Gebt alles. Also ich weiß, in Rising hatte man ja auch mit Runenlinsen zu tun. Und das war ja so ein bisschen die Vorgeschichte. Jetzt weiß ich gar nicht. Es ist halt schade, dass ich nicht bis zu Ende gespielt habe, dass ich nicht weiß, was da passiert ist. Und was da vielleicht noch kam, was jetzt relevant ist hier für die Story. Ne, aber der Runenlinsen waren halt solche, oh guck mal, ein Kätzchen da oben, schau lieber abgelenkt, aber die Runenlinsen waren ja halt quasi das, womit man dann Magie wirken konnte. Also vermute ich mal, dass das hier auch eine wichtige Rolle spielt, Magie zu wirken, vielleicht gerade auch in Bezug auf einen größeren Konflikt, Krieg, Macht zwischen den Nationen, irgendwie sowas. Looks like we found our officers. I take it you are the delegation from the League of Nations? Welcome. You come well recommended. League of Nations. Der Liga der Nationen. Die Delegation der Liga der Nationen. Mhm. I'm Lieutenant Sane Kessling of Galdia's 1st Imperial Army. I'll be leading one team on the co-expedition. Sane heißt er. Sane Kessling. Könnte auch ein Star Wars Charaktername sein. Klingt so ein bisschen danach. Galdeas. Okay. Awful young to be a lieutenant, ain't you? You some noble kid? Is it your job to pry into my lineage, good Lycan? Guess not. Noted. I am Hildi, Lieutenant Kessling's aide. The objective of this operation is to locate the rune barrows that were recently discovered in the forest. Sorry, question. Why do we have to find something that's already been discovered? A local stumbled upon the ruins while lost in the forest, and while he provided physical evidence of the find... He got lost again on the way back? Correct. Our search team has been assigned the area north of here, through the forest. Unfortunately, we don't know the lay of the land, hence the joint effort. Don't worry, lady. We'll handle the navigating. I've been preparing 2 whole days for this. Yep. We're prepared to leave at once. Is this agreeable to you? Makes sense. We'd head in first, so the rest of your team knows where to go. Come on, then. Okay. Let's get this show on the road. Auf ins Abenteuer. Bin ich voll dabei.
not with them? Oh, doch, 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 doch. Oh, yeah, I am. Sorry. Name's Noah, by the way. Nice to meet you. Noah oder Nova? Ich habe jetzt Noah rausgehört. Vielleicht wird das W auch nicht gesprochen. Gleichfalls. Well, you're coming. Keep up. Seichter Einstieg. Gleich kommen jetzt die Tutorial-Kämpfe hoffentlich. Kampfsystem mal ein bisschen besser kennenlernt. To traverse the northern forest and pinpoint the location of the rune barrows. Is that clear? Clear. Crystal, ma'am. Oh, Crystal, ja, voll und ganz, Madam. Crystal clear sogar. So, also hier runter. In den Läden können wir wohl Dinge kaufen, das könnte zum Kampf führen. Macht euch bereit. Geld, haben wir was dabei. Genug zum Verwenden, nicht zum Verschwenden. Na komm, da muss ich doch mal reingucken hier. Heilkraut, Wiederbelebungsmedizin. Ein Schal. Steigert ja schon mal. Jetzt bin ich ja wieder geneigt, in Rüstung zu investieren. Eieiei, muss man das? Ich nehme mal davon. Zwei. Oh Gott, ist das teuer. Eins mit. Und das mache ich voll auf 4. Zack, 10. Zack. So, ja, ja. Ich will jetzt noch nicht gleich in Equipment rein investieren. Ich denke mal, es wird noch nicht notwendig sein. Außerdem rein in die Action. Ah, so läuft er langsam. Was ist das hier eigentlich? Ein Waschbär? Tschick, 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 tschick. Du siehst auch irgendwie anders aus. Reichst du da eine gemeinsame Operation mit der Liga der Nationen? Nicht, dass ich etwas dagegen hätte. Ich wünsche Ihnen viel Glück, Lieutenant. Okay, also irgendwie arbeiten hier jetzt hier zwei... Das ist die Liga der Nationen. Sie sofort ein gemeinsamer Einsatz zwischen der Liga der Nationen und dem Reich sein. Okay. Eigentlich zwei unterschiedliche Reiche, aber die müssen jetzt zusammenarbeiten, so wie das auf den ersten Blick scheint. Kamerasteuerung. Wenn du im Feld unterwegs bist, kannst du den Kamerawinkel mit R ändern. Wir suchen einen Ort nordwestlich von hier, ja? Wir sollten dem Fluss folgen. Du brauchst eine Angelrute. Habe ich noch nicht. Schade. Nordwestlich. Ups, da geht's doch los hier. Kampfgrundlagen 1. Ach du meine Güte. Wenn du auf der Oberwelt oder in einem Dungeon einem Feind begegnest, beginnt ein rundenbasierter Kampf. Wähle Kämpfen, um deinem Team Befehle zu geben und eine Runde zu beginnen. Der Status deiner Verbündeten wird auf der rechten Seite angezeigt. Der Gegner oben links. Wenn die HP eines Verbündeten auf 0 fallen, ist er außer Gefecht. Du gewinnst den Kampf, wenn die HP aller Gegner auf 0 fallen. Wenn die HP aller Verbündeten auf 0 fallen, ist der Kampf verloren. Oben auf dem Bildschirm siehst du die Aktionsreihenfolge deiner Verbündeten und Gegner. Wenn die Runde beginnt, agieren die Charaktere von links nach rechts. Du kannst Kämpfe vereinfachen, indem du einen Gegner besiegst, bevor er an der Reihe ist. Wenn ein Verbündeter niedrige HP hat, ist es sicherer, ihn zu heilen, bevor die Gegner angreifen. Wenn du auf der Oberwelt oder in einem Dungeon einem Feind begegnest, beginnt ein rundenbasierter Kampf. Das hatten wir schon. So. Mein Bild verdeckt jetzt die Gegner komplett.
gegen was ich kämpfe. Also wir haben Hasenritter, Pflanzenranke, nochmal eine Pflanzenranke. 2, 4, 6 Kämpfer. Ich könnte mich vielleicht rechts oben hinpacken. Vielleicht ist das besser. Mal gucken. Ja. Machen wir mal ein bisschen Feintuning. Zack. Machen wir das doch so. Dann sieht man scheinbar alles ganz gut. Dann sieht man die Charaktere. Okay, Kampf. Ja, wir machen einmal richtig. Runenlinse, Doppelschlitz. Oh Gott, jetzt geht's weiter. Mit dem Runenlinsenbefehl können Verbündete Magie und Fähigkeiten einsetzen. Magie verbraucht MP und Fähigkeiten verbrauchen SP. Mit diesen Techniken kannst du mächtige Angriffe, Flächenangriffe, Heilung und mehr ausführen. Du erhältst jede Runde eine geringe Menge an SP zurück, aber MP werden nur in einem Gasthaus oder an einem Speicherpunkt wiederhergestellt. Behalte bei langen Dungeon-Abenteuern deine übrigen MP im Auge. Was ist denn das für ein süßes Häschen da? Komm, ich will mal ein bisschen Action hier sehen. Der kann nur angreifen. Also es ist, wenn du 6 Charakteren erstmal einen Befehl gibst, das braucht seine Zeit. So, was haben wir hier? Schwungschlitzer auf dich. Halt kleine Menge HP. Magische Verteidigung. Angriff. Und bestätigen muss man auch nochmal. Und dann geht's los hier. Oh. Alles klar. Okay, 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 okay. Also die Kämpfe sind sehr langsam. Die Kämpfe sind sehr, sehr langsam. Kann man auf der Oberwelt speichern? Status, Status. So. Frei kämpfen. Achso, jetzt kann man hier jeden nochmal so Anweisungen geben für den Autokampf. Das auch alles nicht schlecht. Also ich glaube, da geht ein bisschen was. Aber speichern geht hier gerade nicht. Ich habe mein Trinken vergessen. Oh nein. Das wird... Pretty sure this is the forest we're looking for, Lieutenant. Das wird schwer. Keep moving. We've no time to waste. Keine Zeit zu verschwenden. Is it just me, or is he kind of a jerk? Why can't he be a sweet little angel like our Noah here? Less talk, more walk. Los, Noah, zeigen wir der Wache, was die Wache drauf hat. Okay, packen wir es an, Leute. Du brennst heute geradezu, Noah. Hier kann ich speichern, oder?
Ah, Bauholz. Gut. So speichert man. Ich hätte gedacht, auf der Oberwelt kann man freispeichern, aber scheinbar nicht. Heilkraut 6-mal. Jetzt probiere ich mal die Autofähigkeit hier aus. Und die ballern gleich Fähigkeiten raus. Okay. Okay. Da ist ein Magierhase dabei. Uiuiui. Okay, schon mal eine Stufe aufgestiegen. Alles klar, ich bin noch ein bisschen erschlagen gerade von dem Ganzen. Ja. Also die Bauern, also die Bauern halt ihr. Bauern ihre Fähigkeiten gleich mal richtig raus. Oh, ich muss heilen. So. Hab ja ein bisschen was bekommen. Wenn man mal 6 Heilkraut bekommt, kann man die auch gleich raushauen, richtig. Bauholz, Riesenstein im Weg. Abenteuer zu Ende. Well, this complicates things. I don't know a quick way around. And there's no way we'll move this ourselves. Guess we'll need to back off until we get reinforcements. Step aside, please. Huh? Zane macht es schon. You... Whoa! Was that magic? No. Felt different. The Empire has been studying ways to amplify the power of a rune lens by channeling it through a device called a regule. Oh, that's incredible. I wish mine could do that. You've got a lens, Noah? Well, ladies and gentlewolves, so do I. Rub-a-dub-dub, don't be a flub. Did you see the glint? My power is usually focused in my hand, but I can't seem to redirect it as magic. A lens's power conforms to a wielder's talent. Yours is merely doing what you need it to. So everyone here's got a lens? Scheint so. What about you, Hildy? Scheinbar haben alle eine Linse. Nice. Nice. That regular contraption is pretty impressive. Are they common in the Empire? Dunno. More importantly, where are you from, Noah? Das frage ich mich auch. Small village up in the mountains. Were your folks okay with you joining the watch? Cause mine sure weren't having it. My parents are dead, actually. Ah, das typische Klischee. Sorry, ja, muss ich auch mal sagen, ne? Das ist halt JRPG-Klischee wird ausgepackt, aber das gehört halt dazu zu einem richtigen JRPG, ne? If you all don't mind, we need to carry on. Gerne. Familiengeschichte, Laura war ein andermal drüber, würde ich sagen. Ups, rennen in den Kampf. Hasenzauberer.
Machen wir mal hier. Auch immer auf sie. Ein, der ist gestunt, das ist schon mal sehr gut. Sehr gut inszeniert, sehr gut. Ah, die Kleine frisst ganz schön Schaden da hinten. Gibt es immer Sechserblöcke? Was soll der Geiz? Wir brauchen starke, erholte Krieger. Aber da hinten ist auch noch was. Da muss ich mal gucken. Einfach nur so. Kann mir gar nicht vorstellen, dass da hinten nichts ist. So, machen wir es mal wieder. Auto. Also der Hasenzauberer macht mich fertig. Gut, Stufe 3 läuft. Läuft doch einwandfrei. Sondern... Hoch das Bäumchen. Ich bin irgendwie geneigt, die Kamera zu drehen, weil ich das so gewöhnt bin, aber... Die Kamera dreht sich brav automatisch. Und zoomt auch immer wieder schön rein, wenn man es braucht. Oh, jetzt kommt er wieder. Zack, zack, zack. Ah, ein krasser Angriff. Hier gibt es doch bestimmt eine Kleinigkeit, oder? Ja, ein bisschen Bauholz. Und ein Rubinring. So, was haben wir denn? Rubinring, Rubinring. Ach, der ganz klein rechts sieht man. Das macht Stärke und das ist Schnelligkeit wahrscheinlich. Komm, kriege ich noch mal ein bisschen Stärke. Das ist wirklich sehr klein dargestellt. Hätte ich mir ein bisschen größer gewünscht. Ein bisschen größer. Es sind 4 Gegner. Na, ich mach den Autokampf. Ah, jetzt greift er auch als erster mit an, weil er schnell ist. Ah, normale Angriffe reichen ja schon gut aus. Ich finde es schön, wie sie so ein bisschen mit der Unschärfe auch spielen. In der Ferne, wenn man dann rankommt, wird es dann deutlicher. What is this? Some sort of shrine, though the design is unfamiliar. Mehr haben wir nicht dazu zu sagen, scheinbar, ne? Ging es da oben jetzt noch weiter? Nee, ne? Ne, war schon alles richtig. Kampf nehme ich immer gern mit. Noch nehme ich ihn gerne mit. Jetzt kommt wieder der Steinmagier. Macht ordentlich Schaden.
Passt. Passt. Level 4 kriegen wir noch hin, oder? Na, schauen wir mal, was erwartet uns denn da? Bildschirm Nummer 2. Nebel. We're not alone. Stay alert and keep moving. There goes my plan to stop for a picnic. So, die Kiste sehe ich trotzdem noch. 400 Bakwa. Aber man sieht nichts mehr, was hier passiert. Karte ist verdeckt. Aber es geht in mehrere Richtungen scheinbar. Ja, der Automodus reicht erstmal. Dass sie ihre krassen Angriffe hier rausballern. Alle Stufe 4. Wunderbar. Aber ist das richtig? Scheinbar schon, ne? Das ist richtig, richtig, richtig neblig. Something's here. Weapons up, everyone. We got company. Where? I can't see it. Ich auch nicht. Up there, above us. Über uns. Oh, jetzt kommt der erste Bossfight. Nicht doch mal da hinten. Interesting. Waldfresser. Erstmal normaler Angriff. SP haben wir nicht genug, der muss normal angreifen. Sie kann auch angreifen. Komm, gib mal ein Heilkraut hier. Das ist in Ordnung. Und sie kann auch angreifen. Jupp. Angriff. Der kann seinen Schwertregen machen. Normaler Angriff. Der kann seinen Schlitzer nochmal machen. Und ein normaler Angriff. Oh, ein Crit wahrscheinlich. 16. Zack. So, Doppelschlitzer, hau rein. Er muss normal angreifen. Sie muss geheilt werden. Er macht eher keinen normalen Angriff und sie macht Heiltropfen. Kostet aber auch ein bisschen MP. Aber sie wird ja jetzt erstmal geheilt. Bevor das Viech auch angreift. Mann, das frisst aber ein bisschen Schaden, das Ding. Angriff. Sie kann auch angreifen. Er macht seinen Schwungschlitzer. Und hier haben wir... Ich benutze mal lieber das Heilkraut.
Der erste Boss, würde ich sagen. Gemeistert. Gibt gar nicht mal so viel. What was that? A forest eater? They cause plenty of trouble around my village too. Der bekannte Waldfresser, ja. You brought us. We're skilled and we know what we're talking about. Indeed. Yes. Thank you, good Lycan. I have a name. It's Gar. As you wish, Master Gar. Meister Gar sogar gleich. When you say it, it sounds so sarcastic. fine. Call me Mio. Okay, hang on. Did we really never do introductions? In that case, I'm Leon. I saw you checking out my moves during the fight. Pretty snazzy, eh? Yes, they were hard to miss. yep, sure were. Well, spread the word when you get back to Galdea. I want everyone to know about the butt-kicking supergirl you met. Aber sowas von. I owe you thanks as well, Noah. Ja, die haben Spaß. Just count yourself lucky we spotted it first. Anyway, are we ready to move on? The barrels are close. I can feel it. Na dann, auf geht's. No, you can't. Stop trying to hog the spotlight, new guy. So, jetzt muss ich aber trotzdem nochmal zurückgehen. Oh, das Ding funktioniert. What'd you do, Noah? Der Nebel ist weg. Oh, da ist eine Kiste. Kiste. Endlich mal wieder vernünftig. Designed to protect the barrows. I've read reports of such mechanisms. So, von wo bin ich gekommen? Ja, da war ich doch schon richtig, ne? Instinktiv richtig gelaufen, glaube ich. Das haben wir aktiviert. Bin ich von hier gekommen? Ich dachte eigentlich, bin ich von hier hinten irgendwo gekommen. I don't know. I don't know. Komm, mach den Autokampf. Lasst alles raus, was ihr habt. Swords. Der hat ja eine Karotte aus seinem Zauberstab. Das ist ja cute. Schnucklig. Schnucklig. So, jetzt aber jetzt hier zurück schnell. Ja, dann bin ich richtig gelaufen. Kann mal einer sehen. Hatte mich schon ein bisschen geärgert, dass ich das hier hinten nicht erkundet habe. Let's press on. Kommt schon, ziehen wir los.
Hey, Moment, allein ist das zu gefährlich. Gesagt, getan. Autokampf. Let's go. Aber ich finde es schön, mal wieder ein bisschen was Ruhigeres zu spielen. Entspannte Rundenkämpfe. Erstmal keinen Stress dabei haben. Das finde ich gut. Gefällt mir. Oh. Sprach er und muss sich eine Sequenz nach der anderen angucken. Somebody's smiling on you today, Lieutenant. See, I told you guys. Pay dirt with a capital P. Wir haben ihn gefunden. But the entrance is closed. Not a problem. So long as the ruins still hold life. Er kann's wieder. Wow. Diese Sprechblase. Rune barrows and lenses are closely intertwined, although some of the more neglected ruins no longer respond. So, this is the end, right? Mission accomplished and all that? Not until we know if these are the correct barrows. What do you mean? Our true objective is a special caliber of rune lens known as a primal lens. Urzeitlinsel, aka primal lens. The mere possibility of finding one is why so many resources have been mustered for this operation. I think the Yelly lady in Aronside mentioned something about that. Is this primal lens so different from the ones we have? Indeed. They are priceless. Only a handful have ever been discovered. Mm-hmm. Well, there's only one way to find out if it's here. Genau, wir müssen nachschauen. Ist so logisch. Don't worry. If something's in there, we can take it. Fair enough. Then it's agreed we'll explore inside. Good. Bin dabei. Aber erst brauche ich die Truhe. Dreispitzhut. Wow, das sind also die Ruhenhügel. Hier fällt es zusammen, haben hier Leute gelebt, die Luft ist angespannt, hier ist etwas, irgendwas macht mich nervös, Ohren auf. Gut, also, in dem Sinne, schauen wir mal, was uns da erwartet. Rennen in den Ruhenhügel. Uiuiuiuiui, da war aber wieder ganz schön was los in dieser Folge. Wenn es dir gefallen hat, dann gerne Daumen nach oben da lassen, über einen Kommentar freue ich mich auch. Und das Abonnieren nicht vergessen, damit du auf dem Laufenden bleibst. Ansonsten gibt es hier noch eine Auswahl von ein paar hübschen, schönen Videos. Und ich bedanke mich vielmals fürs Zusehen. Sage tschö mit Ö, reingehauen und zum nächsten Mal.